Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist Bauchschmerzen im Kindesalter. Und als Gast und Experten haben wir Herrn Dr. Matthias Kuch, Facharzt für Kinder- und Jugenderkrankungen, also Kinderarzt, leitender Notarzt und Oberarzt auf der Kindernotaufnahme im Städtischen Klinikum. Ja, guten Abend. Herr Dr. Kuch, Bauchschmerzen im Kindesalter, wie häufig sind denn Bauchschmerzen im Kindesalter? Bauchschmerzen sind einer der Hauptgründe für das Aufsuchen von einem Kinderarzt. Ungefähr 16-20% der ärztlichen Konsultationen sind bauchschmerzbedingt. Hauptsächlich jüngere Kinder, so im Alter bis zu 9 oder 10 Jahren, sind davon betroffen. Und bei den älteren Kindern ist der Kopfschmerz der Hauptschmerzgrund für einen Besuch beim Kinderarzt. Wie ist das denn bei Babys? Da braucht man ein detektivisches Feingespür. Das habe ich vermutet. Es ist sehr schwer, das Bäuchlein beim Säugling zu beurteilen. Ich glaube, wir haben ein Bild da. Das schreiende Kind, das schreiende Baby. Das schreiende Baby. Ja, wo wir jetzt bei diesem Kind lange gebraucht hatten, um die Blinddarmentzündung, die Appendizitis, die ja im jugendlichen Alter doch oder im Schulkindesalter relativ häufig ist, zu entdecken. Sie sehen hier ein Ultraschallbild, wo wir dann den Verdacht äußern konnten. Der klinische Befund mit dem aufgetriebenen Bäuchlein, das auch sehr druckschmerzhaft ist, und dann letztendlich die Resektion vom Blinddarm. Dieses Teil, was man dort oben dieses sieht. Teil, was man sieht, und der entzündete Blinddarm. Also hilfreich war die Ultraschalluntersuchung wahrscheinlich. Bei der und der Tastbefund letztendlich und natürlich der Unruhezustand vom Baby. Welche Krankheitsbilder kann es denn noch geben für Bauchschmerzen im Kindesalter? Die sind halt sehr, sehr vielfältig. Bauchschmerzen können wirklich eine lebensbedrohliche Ursache haben. Zum Beispiel der Blinddarm, der nicht erkannt wird. Es kann eine Darmverschlingung vorliegen, eine sogenannte Invagination. Der Darm kann sich drehen, dann ist die Blutversorgung gestört und der Darm wird nekrotisch, das heißt, er kann untergehen. Bei den jugendlichen Patienten kann eine Verdrehung des Hodens oder der Eierstöcke vorliegen, die das machen. Ein eingeklemmter Leistenbruch kann Bauchschmerzen machen. Das sind so die lebensbedrohlichen Fälle. Und in vielen Fällen sind es natürlich auch harmlosere Sachen. Die Verstopfung ist zum Beispiel eine ganz typische Bauchschmerzursache bei Schulkindern. Das heißt doch eigentlich, dass man bei Kindern mit Bauchschmerzen schon sehr, sehr vorsichtig sein muss. Ja. Das heißt, wenn Kinder sagen, mir tut der Bauch weh, dann sollte man schon mal zum Kinderarzt oder zu ihnen kommen. Auf jeden Fall sollte man Bauchschmerzen untersuchen lassen. Ist ja auch so, die kleineren, so wie Sie es vorhin schon angedeutet hatten, können ja den Bauchschmerz schlecht lokalisieren und den Schmerzcharakter angeben. Und darum braucht man letztendlich Hilfsmittel, vielleicht eine Blutuntersuchung, also natürlich die klinische Untersuchung, zuerst eine Blutuntersuchung. Die Sonographie, der Ultraschall hilft uns da sehr, sehr weiter, um das Ganze einzugrenzen. Und darum ist zur Klärung der Bauchschmerzen auf jeden Fall ein Arztbesuch sinnvoll. Können die Eltern irgendetwas machen, um herauszukriegen, ob das was Akutes ist oder ob das doch eher zu ihnen in die Klinik gehört? Also die Eltern kennen ja ihr Kind am besten, wenn sie merken, der krümmt sich wirklich vor Bauchschmerzen, dieses Kind. Und es ist nicht nur so, wie sie es kennen bei einer Magen-Darm-Grippe, dann muss man auf jeden Fall hingehen. Hausmittelchen, was möglich wären, ist natürlich das Kirschkernkissen, also Wärme, Pfefferminz oder Kümmelöl. Damit eine Bauchmassage machen, auch Ingwertee kann zur Beruhigung des Bauchs beitragen. Wenn das alles nicht hilft, dann sollte man eine ärztliche Untersuchung. Darf ich nachhaken, wenn das alles nicht hilft, das heißt, wie lange hat man denn Zeit mit solchen Ingwertee und Kirschkernkissen zu behandeln als Elternteil, bevor man dann sagt, ich gehe doch in die Klinik? Also ich kann Ihnen jetzt da keinen ganz genauen Zeitraum sagen, aber wenn die Eltern merken, das Kind ist einfach in einem schlechten Zustand, es fühlt sich schlecht, es ist blass, also die Kinder kriegen auch einen schlechten Kreislauf,
der Bauch ist ganz hart und gespannt, dann muss man sofort kommen. Und bei einer Magen-Darm-Grippe, wenn das Kind vorher einmal oder zweimal gebrochen hat oder Durchfall hatte, dann hat es natürlich ein bisschen Bauchschmerzen dabei, aber das ist kein Grund, sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vielen Dank, Herr Dr. Kuch. Das waren gute Ratschläge. Vielen Dank. Und ich denke, auch Bauchschmerzen beim Kind sollte man eher ernst nehmen als nicht ernst nehmen und nicht bagatellisieren. Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann gucken Sie sich unseren YouTube-Kanal an, abonnieren Sie ihn am besten und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.